So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio und unseren Modulen. Uns fehlt nur noch das Solar und auch das können wir uns gemütlich hier oben einfach stibitzen, nämlich hier. So. So. Soll einfach auch hier rüber. Brauchen wir noch hiervon ein bisschen und davon ein bisschen. Und natürlich haben wir kein Fließband mehr. Da müssen wir mal eben kurz hier easy peasy das hier holen. Kriegen wir hin. Hier drüben, wusste ich es doch, was das hier ist. Aber ich habe wieder so viel Zeug hier drin. Das nervt mich. Guck mal hier, du kriegst mal 50 davon. So. Haben wir hier nicht auch was, was wir loswerden können? Von der Kohle oder sonst was? Können wir Dampf reinmachen? Nee, geht nicht, ne? So, wieso ist hier kein Siliziumerz? Kommt wieder keins an, ne? Aber eigentlich schon. Hier kommt doch Siliziumerz. Hier ist... Deswegen ist keins hier. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ein bisschen blöde heute. Aber ich meine, gut, es wird ja auch überhaupt nicht verbraucht. Es wird einfach nicht verbraucht. Naja. That's it. So, hier, du kannst das kriegen und das. Nee. Das kriegt das. So. So, Module. Modul, Modul, Modul. Ich habe keine Module. Das hier habe ich geholt. Genau. So, hier unten. Bitteschön. Hier durch. Hier lang. Und so. So. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Ups, das wollte ich nicht. Spannend. Wie er aussieht. Wir können ihn ein bisschen. Aber dann sehen wir ihn nicht mehr, ne? In grün vielleicht, so knallgrün. Sieht man besser, ne? Irgendwie. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Ach nee. Sag mir doch einer, dass mir da eins fehlt für ein bisschen Eisen. Also so. Gib mir mein Eisen zurück. Oh. Es kommt kein Eisen an. Was ist hier wieder los? Ich vermute Schlimmes. Hier ist Eisen da. Daran kann es nicht liegen, daran kann es nicht liegen. Am Limestone liegt's. Hier ist doch Limestone. Und willst du den nicht reinmachen? Weil er sich hier so ein Ding gegriffen hat. Das war es doch das letzte Mal auch schon. So, dann machen wir uns einen filternden Greifarm und dann habe ich hier die Faxendicke. Dann nimmst du bitte hier nur noch Limestone. Verstehst du mich? Der Limestone, der ist wo? Ja, sieht so aus, aber ist es nicht. Hier. Du nimmst nur Limestone, dass das mal klar ist. Würdest du jetzt mal das hier weglegen? Jetzt hat er da so ein Ding in der Hand, ne? Blödes Ding. Warte mal, so. 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 Limestone. Piep. Und dann machen wir hier noch so einen Kleen. So einen Kleen. Der versorgt dich dann mit dem Rest. So. Na, mit dem hier. Wobei der das hier auch macht und die Kohle nimmt.
So. Läuft jetzt wieder, läuft wieder. Mann, 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 Mann. Ah, ich wollte mal kurz bei den Fischen gucken. Okay, die produzieren und wir haben hier auch massig. So, bei dem fehlt's bei da dran. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt dachte ich mir fast, dass irgendwas hier oben fehlt. Das Zeug fehlt. Dieses Pulp. Ne, dieses Artificial Water. Okay, Advanced Chemical Plant. Da haben wir noch ein schnelleres. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, haben wir. Brauchen wir nur ein bisschen Titanium. Easy. Hole ich mir schnell, mach das und dann machen wir unten weiter mit den Modulen. Ich will nämlich, dass da die Fische laufen. Also, ne, die sollen nicht laufen, die Fische, aber die Fischproduktion soll laufen. So rum. So, und hier unten haben wir ja also Titanium, daran soll es wirklich nicht liegen. So. Advanced Chemical Plant 2. So, bis wir da oben sind, ist das auch fertig. Dum, 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 dum. Haben wir ein Problem mit Strom? Nee, sah nur gerade so aus. Ich dachte gerade schon. Sie hat sich so langsam bewegt, ne? So, durch den Bypass kommen die hier um einiges besser durch, habe ich das Gefühl. Gefällt mir. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich nochmal so 200 von dem mitnehmen. So. Hier oben wollen wir mal hin. So. Mache erst fertig, tauschen wir aus und alles wird gut. Das Ding läuft schneller. Theoretisch können wir noch ein zweites hinbauen, weil dann haben wir nämlich eins noch. Also eins, wo übrig ist. So. Weil diese beiden Sachen, die haben wir ja hier, also im Überfluss. Guck mal eben gerade, ob da vielleicht das hier hinpasst. Da brauchen wir halt das. So richtig cool hinpassen tut's nicht. Glaube ich. Es wird nicht einfach. Wobei, das können wir so rüberschieben. Ja, da oben ist aber das Wasser hier. Das Wasser hier stört. Hier wäre es natürlich am besten gewesen. Egal, wir lassen es jetzt mal so. Die Fische hier, die laufen wie bekloppt. Und das hier geht auch. Na, hier kommen auf jeden Fall einige Fische an. Wichtig ist, dass auch Fische durchkommen. Dass hier immer wieder Fische noch aufgenommen werden können. Und der hier kriegt jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr von dem Wasser, auch wenn es nicht perfekt ist, aber geht schon. So, hier, guck mal, da ist voll, das ist doof, deswegen läuft es hier nicht weiter mit den Polish-Teilen. Ja, der ist halt voll, ne? Die sind voll hier, die Christel-Dinger. Genau, wie sieht es denn da aus mit unserem Holz? Schauen wir mal schnell. Das heißt nämlich, der kriegt hier oben, weil die müssen wir dann irgendwie noch hier runterholen zu den Modulen. Ich guck mal kurz hier, das müsste eigentlich laufen. Dürfte es eigentlich überhaupt kein Problem geben, das ist auch schon komplett ausgetauscht hier. Sehr schön läuft das sogar. Herrlich, 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 herrlich. Okay. Naja, das Modulproblem da unten mit diesen Polished Shards, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist.
Ja, das heißt, die hier, dieser blöde Dust, der müsste noch irgendwie weg. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich weiß nicht, wohin damit. Mit diesem Powder. Ich kann halt Crystal Slurry draus machen, das bringt mir aber nichts. Und ich kann das hier draus machen. Ja, das kann ich aber erst hier mit diesen Eggs verwenden. Ja, ich muss da mal in die Richtung forschen. Aber jetzt im Moment, Hauptsache, ich bin froh, wenn die Blauen wieder vorankommen hier. So, deswegen machen wir jetzt aber Module. Dann kann man das nämlich auch noch ein bisschen mehr steuern. Was ist schneller und was ist langsamer? Ne? So, einmal, zweimal, dreimal. So, und dann brauchen wir jetzt eben diese Charts. Nicht Charts, sondern Charts. So, und natürlich Zinn. Aber da kommt ab und zu mal was an. Immerhin. Ich glaube, wir brauchen auch erst, um das freizuschalten. Wie war das? Um jetzt die Speed-Module freizuschalten, brauche ich davon 50. Davon 50 und davon 50. Okay, Boss. Für die ganzen Module. Da machen wir doch mal hier so ein paar 1, 2, 3. Die wir einfach nur. Ach komm. Wie schon wieder voll. Habe ich da irgendwas mitgenommen? Guck mal hier, du kannst das haben, kannst das haben. Ach so, und Solar. Das muss natürlich noch gemacht werden, dass du da was nimmst. Du da was nimmst und dass du da was nimmst. So. Genau. Jetzt haben wir hier die drei, die müssen halt hier raus dann. Wir brauchen die erstmal, um dann mit dem Modul Dingsbums, wie heißt das? Oh, wir haben schon wieder keine Sand mehr, muss ich erstmal holen. Mit dem Modul Labor, ne? Genau, das Modullabor. Damit können wir dann erst ja weiter forschen. Oh, Inventar ist schon wieder voll. 2000 Sand später. So. Oh, da müssen wir aufpassen. Da ist ein Wasserloch. Das muss dahin. So, und jetzt hier können wir die runterfahren. Das Problem ist halt echt, wir können die nicht wobei doch, wir können sie. Ja, aber das ist doof. Ich will die getrennt haben. Das ist sonst nichts. Das heißt, ich hätte es gern so. Ist das richtig? Geht das? Und dann so. Nee, das geht. Doch, das geht. So. So dass ich dem sagen kann, okay, mach's hier hin. Und du bitte mach's dahin. Dann haben wir hier schon mal zwei und der dritte läuft halt nebendran, ne? So. Also einmal hier runter. Wobei, der kann ja auch hier lang, ist ja egal. Einmal da runter. So, ich will das jetzt aber mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, da brauchen wir halt hier so Charts. Und dazu müssen wir das mal kurz zu machen. So. Für die, das ist ja toll, aber die anderen müssen besser sein. Ja, reicht nicht. Der ist zu langsam. Der war jetzt okay.
Ja, funktioniert. Funktioniert so, wie es haben will. Okay. So, dann nehmen wir uns erstmal die da mit. Ja, das geht auch. Von mir aus ist egal. Es wird uns sowieso jetzt gleich ausgehen, wollte ich gerade sagen. Das Fließband wird gleich ausgehen. Wir können nichts dagegen tun. Ohne Fließband gibt's hier nichts zu tun. Deswegen holen wir uns Fließbänder. Yippie-yay. Ja, komm. Hau mal voll, das Zeug. Gib mal hey. So, wo hängt's? Die Blauen sind noch hier, achso. Warte, Achso, geht nicht, ich bin voll. Kann ich noch was anderes? Habe ich noch was anderes, was ich hier loswerden kann? Irgendein Mist, hier so ein Grindstone, guck mal. Ein so Ding. Hier, Entschuldigung. Weil dann kann ich nämlich hier mir die nehmen und dann kannst du doch schon mal weitermachen. Ne? So, mal gucken, das hier auch noch mit gleich nehmen. So. Oh, mein Fehler, so. Ey! So, wo sind wir? Ja, wir müssen da noch ein bisschen. Ja, wobei, da machen wir es lieber hier lang. Da wissen wir wenigstens, wo wir sind. Ja, ist ja gut. So. Von denen brauchen wir einige. Von diesen Charts, hä? Wenn wir hier irgendwas reißen wollen. Also. Wir da so viele zusammenkriegen, dass das hier hinhaut. Guck mal, wir müssen das schon wieder hier auffüllen. Zum Glück haben wir genug von den Sachen, die wir brauchen. Außer von dem Femton wieder, ne? Außer wieder von dem. Und da hängt es immer noch am Gold, ey. Verrückt. Da müssen wir vielleicht irgendwann die Goldproduktion auch nochmal erhöhen. Man stelle sich vor. Ich will Gold produzieren. Ich bin Gold. Großproduzent. Wenn es so gehen würde, ne? Gold einfach so produzieren. Wäre ganz praktisch. Das wäre doch ganz praktisch. So, hier rum. Oh, Mist. Warte, der muss da lang. So. So. So, sind wir denn noch nicht da? Aber gleich. So, jetzt wird es auch nochmal spannend. Der Grüne muss in die Mitte. Das ist natürlich sensationell, wie ich das gemacht habe, ne? Sensationell gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal den Grünen in die Mitte. So. Ne, hier kann er nicht lang. So. Der Grüne kommt in die Mitte. Und zwar so. Oh, das hier. Nee, so darf er nicht sein. So hätte ich es gerne. So, und dann den hier müssen wir wieder splitten. Indem wir hier sagen. Bitte hier links rum nur den roten. Wo ist er jetzt wieder, der Splitter? Hier nur den roten. Genau. Dann kann nämlich der blaue hier lang.
Und hier hin. So. Und der rote Schlawiner, der kann einfach so hier. Oh, komm. Ah, ich dachte schon, nee, jetzt, das wäre es jetzt wieder gewesen. So. Und so. So. Läuft. Module laufen. Also beziehungsweise die Dinger. Und wenn wir jetzt hier 50 haben, wir brauchen halt da noch dieses Modul Lab. So, mal gucken. Eins bauen. Da brauchen wir 15 davon. 5 hiervon. Das kriegen wir hin. Noch ein paar grüne. Nee, kriegen wir nicht hin, weil wir hier wieder Gedöns in der Hand haben. Wir hier wieder irgendein Gedöns haben, das wir nicht brauchen. Dieser blöde Dust, ne? Leider haben wir keinen Zinn. Holz haben wir. So, jetzt brauchen wir die grüne noch. Oh, von denen brauchen wir ja auch. Ich muss hier nochmal irgendwo anderes Zeug loswerden, ne? Das hier zum Beispiel. Nee. Hab ich gar nicht. Schade. Das hier haben wir aber. Habe ich hier sowas? Habe ich nicht, aber ich habe hier so anderes komisches Zeug. Das Sapphire Ore. Das ist doch das. Dann haben wir die komischen Bobmonium ist das, glaube ich. Habe ich hiervon was? Ich glaube nicht. Kupfererz, Eisenerz, das hier. Nickel war da noch. Und auch das hier. Das ist Zinn. Das da. Keine Ahnung, wo das herkam. Hier und hier. Oh, nee, das nicht. Das hier. Nickel. Habe ich auch. Silizium? Nee, ich glaube nicht. Sowas habe ich doch auch. Ich hatte aber keinen Platz mehr hier nirgends, ne? Das Zeug. Trotzdem kannst du es haben. So. Jetzt habe ich doch hier ein bisschen was frei gemacht, um dieses blöde Modul zu bauen. So, die sind so voll. Die Geodenproduktion ist halt einfach voll. So, Das und das noch. Das können wir machen. Und den noch. So. Jetzt bauen wir mal so ein Ding. Ach, das geht eine Weile hier, ne? Also wenn ich das gewusst hätte, die da hätte ich ja auch nehmen können, ich Trottel. Hätte ich einfach hier rausnehmen können. Hier sind schon 33 fertig, hier sind 30 und hier 20. Hier fehlen aber die hier und das fehlt am Zinn. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, ob wir nicht irgendwie noch mal Zinn produzieren. Besser hier unten am besten. So dass hier hier dann Zinn ankommt. Wobei ist auch egal, ob hier Zinn ankommt. Aber hier die Produktion, die könnte besser sein. Okay. Da können wir doch noch mal einen Crystallizer 2 uns gönnen. Guck mal, da haben wir sogar einen da, den wir demnächst mal bauen kann, wenn das hier alles gebaut wird. Und dann können wir nämlich die Zinnproduktion die Zinnproduktion noch erhöhen. Hier ist voll mit 200 und hier ist nix. Verrückte Welt. Mineral Sludge ist noch da, alles da. Müssen wir ja immer mal überprüfen. Aber das ist natürlich, geht natürlich nicht. Wir brauchen mehr Zinn. Gib mir mein Zinn zurück. So.
Das ist gleich fertig. Das tolle Labor. Ich glaube, das elektrochemische Labor war einfach das teure. So, das bauen wir dann da unten zu den Basic-Modulen hin. Dann können wir hier natürlich auch nochmal beschleunigen. So, solche Produktionssachen hier auch, falls es uns was bringt. Aber erstmal die Crystallizer sind ja das Problem. So, ja bitte. Immerhin ein bisschen schneller müsste es gehen. Crystallizer 3. Müssen wir mal gucken. Crystallizer 2 gibt's, aber Crystallizer 3 gibt's, glaube ich, nicht. Sonst würden sie hier angezeigt werden, oder? Denke ich schon. Was zur Hölle? Pollution, Production, Logic Boards, Splinter, Processor Board. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen schneller zumindest. So. Das Board. Nicht das Board. Quatsch. Das. Wie heißt's? Modul Lab. Kommt mal hier hin einfach mal. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen. So, hier können wir dann. Ah, braucht das auch sonst noch was? Nee. Hä? Da muss ich doch hier, wenn ich jetzt das erforschen will, dann brauche ich das. Mhm. 50 Stück. Dum, dum, dum. Ja, das Problem ist das Zinn. Ich glaube, wir müssen uns noch mal ein bisschen mehr verzinnen. Dass hier noch mehr Zinn kommt. Der kommt hier nicht hinterher irgendwie, der hier. Ach, hier haben wir auch einen Crystallizer 2. Deswegen vielleicht. Jetzt haben wir zwei. Das war so ja nicht geplant. Wir haben aber auch... Nee, eine bessere Zinn... Schmelze haben wir natürlich, aber das jetzt da reinzumachen, da ist glaube ich so eng, wenn mich nicht alles täuscht. Wir looken mal schnell, hier nämlich, das kommt nämlich hier mit dem Blei. So, das ist klar. Oder? Kuprik Ohr. Nee, ich will ja schon das so haben, dass es nur Sinn macht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das zu processed Sinn zu machen. Was auf jeden Fall besser wäre, weil wir dann sogar Zinn Pellets machen könnten und dann mit Carbon das machen. Dann wären wir, dann hätten wir, wären wir erst hier. Haha, vielleicht könnten wir das vorher machen und dann hier die Ingots wieder drauf machen. Der Weg ist ja dann derselbe, oder? Wenn ich das richtig sehe. Nee, wir wollten nicht Molten Bronze, Molten Solar, Molten Tin. Gibt es da noch ein anderes Zinn? Nee, es gibt nur das eine. Das wird dann einfach dazu werden.
Und das geschmolzene Zinn. Können wir noch zu Glas mit Glas machen? Aha. Aber ne, ich will da. Ach ja. Das wäre natürlich wieder möglich. Mit Kühlung. Aus 40. Hä? Aus 80, 2. Ach, 2 davon. Ja. Ist gerade gedacht. Und das können wir dann 4 machen, ja. Okay, es würde aber schon helfen, wenn wir vorher hier das zu dem Proceeded Zinn machen und dann zu Tin Pellets. So, dazu brauchen wir einen Ore-Processor. Ich guck mal einfach nur wegen dem Platz, ob das geht. Es wird wahrscheinlich eng werden. Aber komm, wir bauen gleich einen Zweier. Und dann die Pellet Press. Und ein Blast Furnace. Pellet Press. Blast Furnace. Ist er doch noch hier? Da. Bisschen Steine. Brauchen wir noch. Okay. Gut. Das können wir auf jeden Fall nächste Folge machen. Dass wir gucken, dass wir das Zinn. Wo sind denn die Steine wieder? Ich krieg's wieder nicht hin. Wo sind sie denn? Ah, hier unten. Dass wir das Zinn, also das Zinnerz vorher abgrasen. So, Blast Furnace, nehmen wir gleich einen guten. Also dass wir es im Grunde hier irgendwo wegnehmen. Ne? Das wird aber schon schwierig. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das Zinn hier wegnehmen und zu dem hier verarbeiten. Ne, das ist ja der Blast Furnace. Ne, das gar nicht. Wir müssen es nicht dazu verarbeiten, sondern nur zu den Pellets erstmal. Weil das hier machen wir dann im Induktionsofen. Der ist ja hier. Das heißt, es müssten Pellets sein. Und vielleicht könnten wir dann hier das geschmolzene Zinn nur hinbringen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Ich werde es mir mal anschauen, aber erst in der nächsten Folge, Leute. Ne? Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.